zwei Wahrheiten, eine Lüge. Weg ist sie, die Waage. Zwei Wahrheiten, eine Lüge heißt das Spiel. Das habt ihr schon mal gemacht, ne? Haben wir noch nicht gemacht. Habt ihr das noch nie gemacht? Ist die Premiere heute mit dir, das Spiel. Ach du liebes Genau, und zwar funktioniert ich bin das Versuchskaninchen. Du bist das Versuchskaninchen, genau. Wir haben zwei Wahrheiten. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen gebrieft, habe gesagt, wir haben zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ja. Und quasi der andere jetzt von uns beiden muss erraten, was sind die Wahrheiten, was ist die eine Lüge. Gibt es einen Preis oder gibt es eine Bestrafung, wenn man verliert? Nee. Na, vor allen Dingen, das kann der andere ja nicht wissen, das kann man ja nur nach dem Bauchgefühl machen. Da. Genau, genau. Es ist quasi ein Ratspiel, ein Ratespiel. Genau. Ich habe was vorbereitet, aber ich würde dich bitten, dass du vielleicht anfängst, wenn du dir was überlegst. Oder du kannst auch gerne noch ein bisschen Bedenkzeit. Oder drei? Na, die drei gleich hintereinander. Wollte gerade sagen, genau. Ne, weil sonst ist ja schwer zu sortieren. Genau, genau. Zwei Wahrheiten an der Lüge. Also, ich versuche mal, dass ich nicht zu viel rumsabbel hier. Ich war, glaube ich, irgendwas 9 oder 10 Jahre alt. Und da ist meine Mutter mit mir und mit meiner jüngeren Schwester, die ein Jahr jünger war, zu einer Tanzschule gegangen. Und zwar wollte meine Schwester unbedingt in einen Tanzkurs kommen, in die Juniorgruppe, die bei großen Tanzveranstaltungen bei uns in Berlin dann im großen Messe, auf dem Messegelände oder in der Deutschlandhalle, die als Vorgruppe da immer getanzt haben. Das hatte sie irgendwie im Fernsehen mal gesehen, die Mädchen so mit Tüllkleid und Lackschuhen und die Jungs so mit Fliege und Schärpe und so. Das wollte sie unbedingt und da wollte sie dann sich anmelden und ist mit der Mami gegangen und ich bin mitgegangen, weil die Mama wollte mich nicht allein zu Hause lassen. So, dann sind wir dahin, Schwesterchen sollte vortanzen. Und dann hat die Dame da gesagt, das Problem ist, wir haben ja immer so viele Mädchen hier, wir haben ja zu wenig Jungs. Der Bruder ist doch dabei, dann kann der ja ihr Tanzpartner sein. Ne? Dann können wir beurteilen, ob die gut tanzen kann, weil die teilweise auch zwei Mädchen immer als Pärchen zusammengestellt haben, weil zu wenig Jungs waren. Naja, in dem Alter ein Junge, wer will da in den Tanzkurs gehen? Ne? Das sind halt in der Mehrheit dann doch die Mädchen. Ja. Also, ich habe mit meiner Schwester dann vorgetanzt. Und dann waren die alle ganz begeistert und dann haben sie zu ihr gesagt, ja, wenn der Bruder mit in den Kurs kommt, dann wird sie aufgenommen. Na, weil die zu wenig Jungs hatten. Ne? Ja. Ich habe mir natürlich eingebildet, dass ich da super getanzt habe. Es ging einfach darum, die hatten zu wenig Jungs. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich passiert. Ich war irgendwie 9 oder 10 Jahre alt. Und dann haben wir tatsächlich, als da so eine Tanzveranstaltung, Meisterschaften waren, waren wir in der Vorgruppe dann in der Deutschlandhalle und haben da dann mit den anderen zusammen in der Gruppe getanzt. Okay. Das wäre die eine Geschichte. Die erste Geschichte, die Tanzgeschichte. Ja. Dann eine Geschichte, das ist noch nicht so lange her. Mein erster langer Urlaub in die Dominikanische Republik. Bin vorher noch nie so lange mit dem Flugzeug auch geflogen. Ja? Zusammen mit einem Kollegen, mit einem Freund, sind wir in die Dominikanische Republik. Und ich hatte vorher einen Kinofilm synchronisiert. So, und dann sind wir da im Hotel auf diesem Beach Resort und sind dann an den Pool gegangen. Und plötzlich höre ich eine Stimme hinter mir. Hey Santiago, was machst du denn hier? Da habe ich gedacht, ich spinne. Das war unser Regisseur aus Berlin, von dem Film, den ich gemacht habe. Ich habe gesagt, so was gibt es doch gar nicht. Da fliegst du da 14 Stunden mit dem Flugzeug oder was? Ja, bist am anderen Ende der Welt. Und dann kommt dann jemand aus Berlin und sagt, wir waren letzte Woche zusammen im Atelier, was machst du denn hier? So, der hatte da auch eine Woche oder 15 Tage Urlaub gebucht, weiß ich jetzt nicht. Okay. Also verrückt, ne? Ja. Aber was das ist die zweite passiert? Geschichte. Okay, dass sich jemand aus Berlin in der Dominikanischen Republik gesehen hat. Ja, das ist dein Regisseur auch noch. Hier in Berlin trifft man sich nicht auf der Straße, im Studio, weil wir da einen Termin haben. Aber wen triffst du denn dann sonst hier? Und dann fliegst du so lange irgendwo hin und triffst da einen Berliner und noch dazu aus der Branche. Ne? Okay. Also, das ist die zweite Geschichte. Ja. Und noch eine gibt es oder muss es geben. Du erzählst eine dritte Geschichte, das ist auch noch nicht so lange her. Da bin ich unterwegs gewesen, ich glaube, war das von Hamburg nach Berlin mit der Deutschen Bahn oder von Köln, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und plötzlich kam dann eine von diesen Zugbegleiterinnen, ein junges Mädel kam dann und so, war so ein bisschen schon rot im Gesicht und sagt, das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich wollte mal fragen, hier unser Zugbegleiter, der die Durchsagen immer macht und so, der ist hier vorhin durch den Wagen gegangen und der glaubt, er hat sie erkannt als den Synchronsprecher hier. Und der wollte fragen, ob sie bereit wären, nach hinten
in das Abteil zu gehen und eine Ansage zu machen mit der SpongeBob-Stimme. Mhm. Ja, bin ja eigentlich für jeden Quatsch zu haben, bin dann auch hin. Und dann, kurz bevor wir eben dann in Berlin waren, habe ich dann die Ansage gemacht, Text war ja vorgegeben, dann, hallo alle, in 5 Minuten kommen wir dann an im Berlin Hauptbahnhof, sie werden alle ihre Anschlusszüge erreichen, so. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Als SpongeBob habe ich das dann gemacht. Mhm, okay. War ganz witzig. Auch ein einmaliges Erlebnis. Mhm. So, das war, jetzt haben wir drei, ne? Jetzt haben wir drei Geschichten. So, jetzt muss ich entscheiden, welche davon die Lüge war. Ja. Ich bin mir unsicher. Entweder, ich denke, entweder war es die Geschichte mit der Dominikanischen Republik. Mhm. Oder es war die Geschichte mit der SpongeBob-Stimme im Zug. Ja. Wir werden jetzt zeichnen in der Kamera. Also die Kindheitssachen mit Schwesterchen, denkst du, das war? Ich denke, das war wahr. Das hast du schon so sehr real erzählt. Wie zu sehr ins Detail gegangen. Genau, das hast du schon so... Okay. Also das mit der SpongeBob-Stimme im Zug kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Im Zug nach Berlin... Meinst du, dass das verboten ist, oder was? Nee, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das gemacht hast, weil da hättest du das bestimmt schon mal irgendwo erzählt. Das ist jetzt so meine Herangehensweise. Ich habe überlegt, hättest du mal irgendwas, weißt du? Das hat mich noch keiner gefragt. Ich würde sagen, das mit der SpongeBob-Stimme ist gelogen. Soll ich auflösen? Ja. Nein, das zweite? Ja. Mit der Dominikanischen Republik? Ach. Ja, ja. Nein! Weil ich fand das so schräg, weil ich war wirklich in der Dominikanischen Republik, aber das andere stimmte nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir da... Aber dich daneben, du hattest das ja mit im Visier, ne? Als zweites. Na, ich hatte auch wirklich echt gedacht, und hinter der Kamera wurde mir auch schon die 2 gezeigt, gerade von der Maggie, aber irgendwie... Und das andere ist wirklich passiert, das ist noch gar nicht so lange her. Im Zug? Ja, ja, ja. Das und ja dann verrückt. Bin ich hinten mit in die Kabine rein, wo das Mikrofon dann ist, und dann haben die halt mir diesen kurzen Sätze da eben gesagt, was bei den... Ne? Mhm. Mein Gott, weißt du was, ich habe die dann ganze Zeit... halt Berlin Hauptbahnhof, ne? Die erreichen alle vorgesehenen Anschlusszüge und so. Wünsche Ihnen eine gute Weiterfahrt, aber eben halt mit der SpongeBob-Stimme. Okay, jetzt muss ich aber auch sowas erzählen. Das ist natürlich, da müsste ich natürlich nochmal kurz nachdenken. Also, ich hatte mir schon was überlegt. Ich hatte mir auch 3 Stichworte aufgeschrieben, aber es sind halt auch nur 3 Stichworte und keine Geschichten. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass du so ausschweifend erzählst jetzt gleich. Ja, aber, sorry, wir kommen immer ins Quatschen. Dass das Schauspieler wieder in dir, der geweckt war. Sorry. Also. Na, ich probiere mal eine Geschichte zu erzählen. Das, ja, ich probiere es einfach mal. Also, das erste war so, das ist gar nicht so lange her, also das war irgendwie im August oder so, also letztes Jahr, da waren wir in der Staatskanzlei, in der Sächsischen Staatskanzlei und haben da gedreht. Da war irgendeine Pressekonferenz oder so. Und andere Kamerateams haben sich aufgebaut und zwischendrin haben die eben wieder geredet, die ganzen Politiker und Politikerinnen haben dort eben ihre Reden gehalten und ZDF schaltete live gerade. Ne? Und die haben gerade hier eine Reporterin da stehen gehabt, die stand dort draußen so ein bisschen auf so einem kleinen Mini-Balkon, ist das dort, wo du quasi reinguckst in diesen Presseraum und haben da wegen irgendwas geschalten. Ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Pressekonferenz war das, ich glaube hier zu irgendwelchen Corona-Regeln oder irgendwie so. Und die haben geschalten gerade und ich habe plötzlich gemerkt, oh je, da war es noch nicht so mit Maskenpflicht und so, also du konntest dann mal rein und hast da Abstand gehabt, aber musst keine Maske aufsetzen. Und da war es tatsächlich so, dass ich plötzlich gemerkt habe, irgendwie ist es komisch an meiner Nase. Ich dachte, ich muss niesen oder so, aber ich hatte tatsächlich Nasenbluten bekommen. Und ich bin dann, habe ein Taschentuch genommen, bin erstmal raus aus diesem Raum und im Hintergrund im ZDF war ich zu sehen, wie ich quasi mit Nasenbluten rausgegangen bin. Das war echt unangenehm. Hinten durchs Bild, wie hinten. Hinten durchs Bild, wie ich hier. Wie ich hier hinten mit diesem Taschentuch da im Gesicht raus bin. Das war unangenehm. Das ist die erste Geschichte. Das ist Geschichte. Eine irre Geschichte, ja. Wirklich lustig. Die andere Geschichte ist, hat auch wieder was mit Medien zu tun und so. Ich habe früher mal Basketball gespielt und da war so ein Kamerateam auch da bei uns beim Basketball und die haben uns da begleitet. Ich weiß gar nicht, was das für ein Sender war. Genau, und jedenfalls war da im Hintergrund da war eine Kamera aufgebaut und so und die haben da gerade ein Interview gemacht und ich bin da so genüsslich wie so ein Reh über die Bank gesprungen. Da war so ein Bänke aufgebaut. Ich bin im Hintergrund während des Interviews über die Bank gesprungen. Das war die Geschichte, die zweite.
Und die letzte Geschichte ist, auch sehr einfallsreich, Achtung, ist jeden Tag so, wir haben hier gleich ein Aldi um die Ecke und ich hole mir beinahe jeden Tag dort eine Cola und es gibt auch so Nudelgerichte, so Fertignudelgerichte und so, die esse ich sehr gern und die hole ich mir sehr oft im Aldi. Das sind meine drei Geschichten. Was ist gelogen? Was ist wahr? Zwei, was ist wahr? Ein, was ist gelogen? Also ich fand deine einfallsreicher, aber... Also die Aldi-Geschichte ist ja so profan, also wenn man sich das jetzt extra ausdenkt. Die erste Geschichte finde ich eigentlich irre mit diesem Ladenblusen, weil das ist so eine irre Geschichte, weil das natürlich zum verkehrtesten Zeitpunkt halt passiert und dann eben noch im Grunde vor der Öffentlichkeit, ne, wenn Kameras da sind und alles und so. Eine wirklich lustige Geschichte. Ja, deswegen gefällt die mir eigentlich, aber das ist schon wieder so speziell, dass ich denke, dass ich glaube, das ist passiert auch mit dem Nasenbluten. Ich glaube, dass... Was ist dann gelogen? Das mit dem Basketball. Ja, aber das ist wie die Geschichte hier mit dem Aldi. Das ist dann so. Es ist eigentlich zu alltäglich, aber. Wie ein Reh. Ich bin die Bank gesprungen. Aber wenn ich mir überlege, dass ihr wirklich das mehr oder weniger dann jedes Mal, wenn ihr hier seid, na klar, man muss zwischendurch sich was zu essen holen oder was oder so, ja. Das erscheint mir dann am plausibelsten. Also würde ich dann doch sagen, Aldi. Ist wahr. Ist wahr. Ja, und ich muss noch was zusagen, also die Geschichte war ja noch nicht ganz zu Ende. Ich habe auch im Sommer, ich habe Heuschnupfen auch, ne? Deswegen bin ich tatsächlich oft bei Nasenbluten auch, ne? Mit Nasenbluten zu tun und so. Ja. Ja, deswegen, das ist eigentlich spektakulär und da habe ich so ein bisschen drauf gesetzt. Aber das andere ist jetzt wieder so, eigentlich so alltäglich und profan, wo ich sage, denkst du dir das jetzt aus? Das andere ist halt einfach als Geschichte stärker. Ne? Was denkst du? Naja, wie gesagt, zwischen den beiden, aber realistischer erscheint mir dann schon auch der Aldi. Das heißt? Was ist jetzt gelogen? Das heißt, das Nasenbluten wäre gelogen? Nasenbluten war gelogen, tatsächlich. Ah! Das mit dem Basketball, ich bin wirklich wie ein Reh in einem Interview hinten über die Bank gesprungen und ich hole mir jeden Tag fast eine Cola und irgendwelche Nudeln. Also, ja. Richtig aber erraten. Das ich dachte alles ist natürlich erst, reizvoll, weil die Geschichte so toll ist. Und wenn ich habe es ja auch wirklich realgetreu probiert, hier zu erzählen. Also. Ja, aber ich wollte gerade sagen, und wenn du so eine Situation, in anderen Situationen das auch schon mal gehabt hast, ja. Ist natürlich, wenn man das so jetzt ausschmückt, ist es natürlich als Geschichte schöner. Ja, ne? Ja. Das wäre schon auch schön gewesen. Ach Mensch, naja, aber gut, sind wir gut durchgekommen auf jeden Fall. Ich weiß, ich habe keinen Punkt, du hast einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was habe ich jetzt gewonnen? Eine Waschmaschine? Genau, eine Waschmaschine, die liefern wir dir und schicken wir dir zu Hause zu. Oder ein Geschirrspüler. Okay. Genau.